Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der Five-Am-Reihe. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich für Legacy nicht mal Farming-Routen erstellen kann. Und heute ist auf jeden Fall soweit. Mein Kürbis-Job ist auf jeden Fall fertig. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das gute Stück doch einfach mal gemeinsam an. Wir haben hier auf jeden Fall einmal noch die ganzen Blips zeigen. Hier haben wir einmal das Kürbisfeld. Ja, dann haben wir auf jeden Fall hier noch den Verarbeiter und hier den Verkäufer. So, der Verarbeiter und Verkäufer ist mit NPCs versehen. Und ja, ich würde sagen, wir farmen hier einfach mal ein paar Kürbisse. Es werden in Zukunft weitere Jobs folgen. Nur als Information. So. Und wir machen noch einen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch zum nächsten Point. Und zwar zum Verarbeiter. Hier können wir auch schon mal erkennen, hier mit einem NPC versehen. Und hier können wir das Ganze dann verarbeiten. So, ich würde sagen, zwei haben wir noch. So, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir auch zum Verarbeiter, zum Verkäufer. Und hier können wir einfach mit einmal E drücken, dann wird alles aus dem Inventar verkauft, auf einmal. Werden wir auch gleich sehen. 7 Stück wurden dann verkauft. Ja, und mehr ist das auch nicht. Und natürlich, wir haben jetzt $560 gemacht. Gut, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, runterladen und einmal müssen wir das Ganze einmal auspacken. Dann müssen wir in FileZilla rein und gehen einfach in den Resource Ordner und hier ziehen wir einfach diesen Ordner in den Resource Ordner, wie ich das hier schon gemacht habe. Ja. Dann müssen wir noch einmal zurück und gehen in die Extra CFG oder in die Server CFG, je nachdem. Und hier müssen wir das Ganze mit InSearch und dann den kopierten Ordnernamen, also einfach hier kopieren. Und den fügen wir dann einfach hier ein. Dann müssen wir das Ganze jetzt noch speichern und übernehmen. Wenn wir es gemacht haben, sind wir hier schon mal durch. Dann können wir einmal hier rein und hier befindet sich die SQL. Die können wir uns einfach rauskopieren. Und dann, ja, müssen wir natürlich machen, in meinem Fall. Und dann müssen wir noch in die Datenbank. Einmal kurz anmelden. So, da sind wir auch drin. Dann müssen wir einfach nur auf unseren Benutzername und gehen auf Importieren, so Datei auswählen. Dann wählen wir uns jetzt die Datei einmal aus. Und zwar die haben wir hier. Und gehen auf Öffnen und öffnen das hier. Beziehungsweise müssen wir das hier mit OK bestätigen.
dann fügt er automatisch die zwei Items hinzu und wir können den Server neu starten. Ne? Wenn wir uns hier einmal das angucken, wird das Ganze auch in unsere Datenbank hinzugefügt, und zwar Kürbis und Kürbissaft. Ja, in der Config können wir natürlich auch die Sprache noch ändern. Unterstützt wird halt einmal so DE und EN. Für Englisch und Deutsch natürlich. Könnt ihr natürlich hier einmal umstellen zur Not. Und hier können wir den Verkaufspreis noch ändern. So, der liegt jetzt gerade bei 80 Dollar. Hier können wir die Koordinaten von den Feldern und Verarbeitungsposten halt ändern, wenn wir es wollen. Gut, dann gehen wir nochmal in Client und auf NPCs. Hier könnt ihr die NPCs noch verändern, also auch versetzen oder auch komplett verändern als Model. Gut, wenn ihr das alles gemacht habt, dann könnt ihr euren Server neu starten und dann habt ihr das auch erfolgreich installiert. Gut Leute, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this.